Hannover 96 spielt morgen gegen die Würzburger Kickers. Meine Ausstellung, meine Meinung und meinen Tipp und vieles mehr nach dem Intro. Ja, Hannover 96 spielt gegen die Würzburger Kickers am Donnerstag um 18:30 Uhr in der Hardy Arena. Ja, meine Damen, meine Herren, stopp. Cut, cut, cut. Ja, das ist ein Spiel, sage ich vorweg, das muss Hannover 96 unter allen Umständen gewinnen. Das weiß jeder. Hannover 96 steht auf dem neunten Tabellenplatz. Das ist ein Nachholspiel. Können sich mit dem Nachholspiel auf Tabellenplatz 8 katapultieren, Anführungszeichen katapultieren, beziehungsweise vielleicht auch auf Platz 7, bin ich mir gerade gar nicht genauso sicher. Auf jeden Fall ein absolutes Pflichtspiel für Hannover 96. 96, ein absoluter Pflichtsieg steht vor der Tür. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es so eintrifft. Hannover 96 wird meines Erachtens gewinnen, ohne Wenn und Aber. Die Würzburger Kickers haben schon wieder einen Trainer entlassen, was ich überhaupt nicht verstehe. Den dritten oder vierten Trainer schon in der Saison. Ich glaube, den dritten. Jetzt haben sie irgendeinen Interimscoach bei den Würzburgern. Das wird einfach nicht besser. Sind abgeschlagen, letzter. Ja, jetzt schauen wir uns aber erstmal die Aufstellung an, die ich ins Rennen schicken würde gegen die Kickers aus Würzburg in Bayern. Ja, im Tor wenig überraschend, Michael Esser, trotz seines Patzers gegen den HSV und unumstrittene Nummer 1. Da braucht man kein Fass mehr aufmachen. Eine Abwehrkette auch nicht für die neue Saison, sage ich schon mal vorweg. Kaderanalysen gibt es nach der Saison und Saisonanalysen, nur nebenbei gesagt. Eine Viererkette von links nach rechts. Niklas Hult, Simon Follett, Marcel Frankes, Seymour Rua. Auf der 6 würde ich Jekka Biol einsetzen. Halb rechts, so ein bisschen defensiver. Ich weiß nicht, ob Kolstadt das so machen wird. Patrick Tumessi, links ein bisschen zentraler orientiert. Philipp Ochs, Haraguchi auf der 10, Moussa Doumbouya im Sturm neben Marvin Ducksch. Das ist nämlich genau die gleiche Startelf, mit dem Hannover 96 drei Tore aufgeholt hat gegen den HSV in der zweiten Halbzeit. Also das ist mehr oder weniger die gleiche Aufstellung, die Kenan Kocak, die noch zum Erfolg geführt hat, kann man ja schon sagen, gegen den HSV, die noch den Punkt gesichert haben. Ja, bis auf eine Ausnahme muss ich ganz klar sagen, Florent Muslia, um Linthor Meiner, zwei Ausnahmen. Linthor Meiner ist einfach noch nicht fit für die Startelf, brauchen wir nicht drüber reden, nichts weiter zu sagen. Dann der andere Spieler, wie ich Florent Muslia, sehr unauffällig, sehr blass, sehr viele Bälle verloren. Habe ich mich schon fast gewundert, dass er nicht ausgewechselt worden ist. Aber kann ich auch nachvollziehen, dass man nicht dreifach auswechseln wollte, weil Soleimani war noch schlechter. Und Dominik Kaiser war auch überhaupt nicht im Spiel. Auch total zweikampfschwach im Mittelfeld. Da war ein Riesenloch vor der Abwehr. Es hat Jekka Biol gut gestopft. Deswegen würde ich Biol für Kaiser einsetzen. Philipp Ochs würde ich einsetzen, der nach der Einwechslung ja relativ gut gefallen hat. Weil einfach Soleimani nicht gut war und meiner Meinung nach auch Florent Muslia nicht gut war. Die kann man immer noch einwechseln, wenn Ochs nicht gut sein sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Haraguchi ist eindeutig auf der 10 gesetzt, Marvin Ducksch auch gesetzt. Und jetzt wundert euch nicht, in der Grafik auf meinendaufstellung.de ist einfach Moussa Doumbouya nicht im System. Also ich kann ihn über das System, wie ich das immer sonst mache, nicht aufstellen, deswegen muss ich das modifiziert anpassen. Die Klammer habe ich auch nicht so gesetzt. Die Klammer, die ist unnötig. Vergiss die einfach, die Klammer. Die habe ich auch nicht gesetzt. Wie gesagt, das ist vom System so gemacht worden. Warum auch immer. Die Zahl war auch nicht eingesetzt. Die musste ich auch noch hinzufügen, die 33. Deswegen ist hier fett gedruckt, aber lasst euch da nicht beirren. Also Doumbouya würde ich auch aufstellen lassen. Das ist ein junger, talentierter Spieler, eigentlich in der zweiten Mannschaft ansässig, aber hat seine Chancen meiner Meinung nach eigentlich schon genutzt. Gegen Aue gut gespielt, gegen Düsseldorf ist er erstmal eingewechselt worden und ich finde auch gegen den HSV mit einer ordentlichen Leistung. Auch, also ordentlich, also nicht viel schlechter als Marvin Ducksch. Ducksch hat natürlich das Tor gemacht, aber ich finde, Doumbouya kann man mit arbeiten auf jeden Fall in der Zukunft. Um es mal so auszudrücken. So, jetzt kommen wir zum Tipp. Heute ein bisschen schneller, die Vorschaufolge. 3-0 tippe ich für Hannover 96. Für mich wird es ein ganz klares 3-0. Zwei Tore von Genki Haraguchi, der ist im Flow-Moment, im Höhenflug sein. Zwei super Tore, muss ich wirklich sagen. Und Marvin Ducksch hat noch eins machen. Die zwei Spieler, die eigentlich die meisten Tore für uns machen, zusammengerechnet jetzt schon 17 Tore gemacht haben. Was heißt schon, Terodde hat 20, okay, muss man in Relation sehen.
im Verhältnis sehen. Ja, auf jeden Fall 3-0. Es wird ein klares Spiel. Ich denke, das wird auch ein sehr einseitiges Spiel. Ich hoffe es. Es kann, man darf den Gegner nie unterschätzen. Würzburg ist nicht zu unterschätzen. Und danach geht es dann wieder gegen Heidenheim am Sonntag. Dazu gibt es auch eine Gegneranalyse, nämlich am Freitag gibt es da einen. Freitagabend, circa 18 Uhr, 19 Uhr, kommt da die Analyse online. Donnerstag nach dem Spiel kommt die Kurzanalyse, die Blitzanalyse. Und ja, das war's schon mit der Vorschau. Einfach meine Aufstellung, meine kurzen Gedanken zum Spiel. So also ein 3-0 tippe ich. Aufstellung der zweiten Halbzeit. Und ist ein Pflichtsieg ohne Wenn und Aber. Schreibe ich auch so im Titel Pflichtsieg. Ausrufezeichen. Ja, das war's mit dem Video. Habt noch einen schönen Abend. Bis dann und ciao.